Ich schalte Arkanist Matthias dazu. Woher weißt du eigentlich, wo wir hin müssen? Aus sehr alten Feldbüchern. Da war etwas, was der Verfasser ausgelassen hat. Etwas Wichtiges, was er nicht niedergeschrieben hat. Da bin ich mir sicher. Also hattest du nur eine Ahnung? Eine Hypothese. Klar. Welche Geheimnisse bergen sie? Finden wir es heraus. Sind wir. Hier ist unterschwellige Energie zu spüren. Es muss hier sein. Ein paar und bitte werde sie los. Das erledige ich hier. Also gut, finden wir die Markierung. Da, ja. Wie ungewöhnlich. Das habe ich schon einmal gesehen. Das löst nur mit dem richtigen Reiz aus. Und zwar? Ein Energiewechsel. Wenn er stark genug ist, erfassen die Kabel das und die Markierung wird aktiviert. Wie ein Feueralarm? Exakt. Das Gestalterobjekt an diesem Marker ist für Echos gemacht. Verstanden. Legen wir Feuer. Es funktioniert. Aber die Markierung wird erst durch einen größeren Energiewechsel aktiviert. Wir brauchen mehr Echos. Es müsste noch ein weiteres Echo in der Nähe sein. Auslösen. Das weiß ich nicht genau, aber meiner Theorie nach erfahren wir etwas über die verborgenen Runen. Ich habe hier einiges gar. Überlass ihnen das herumlungern. Die sind bestimmten Energiearten gegenüber empfindlich. Muss wohl sein. Ich frage mich, ob... Ich bin gerade irgendwie beschäftigt, Matthias. Oh, ja, natürlich. Es tut sich nichts. Wir brauchen wohl noch mehr.
dass sie dir im Weg stehen. Hatte ich nicht vor. Holen wir diese Echos. Wieso sind die in Käfigen? Das ist irgendwie unsinnig. Wie Angelköder für Freelancer. Oh, clever. Das respektiere ich irgendwie. Noch einer. Ja, hervorragend. Wir müssten in der Nähe sein. Scheint, als hätte das Echo einige schleimige Krabbeltiere angelockt. Ah ja, wie unerfreulich. Es sind faszinierende Kreaturen, aber nur aus weiter Entfernung. Hinter einer Mauer, wenn das Licht an ist. Es werden so viele Echos benötigt. Dieser Ort wurde ausgewählt, um diese Aufgabe zu erschweren. Es war allein nötig, dass Arkanisten mit Freelancern arbeiten. Natürlich. Wie hast du von den verborgenen Runen, nach denen wir suchen, erfahren? Als mir klar wurde, wie wichtig Geheimhaltung in unserer Geschichte ist, da eröffneten sich mir neue Sichtweisen auf die Forschungen, die ich bereits vorliegen hatte. Matthias, wie hast du das ohne die Hilfe von Freelancern hingekriegt? Langsam, meine furchteinflößende Gefährtin. Langsam. Schon allein diese Aufgabe würde mir garantiert viele unbequeme Nächte im Dschungel bescheren. Dieses Buch, das du suchst? Das elysische Manuskript. Genau. Was glaubst du darin zu finden? Finden? Nun, Arkanisten suchen Wahrheit, aber die Zeit verdreht die Wahrheit. Versteckt sie. Das Manuskript ist ein Fenster zu einer sehr alten Wahrheit.
geklappt. Die Markierung wurde ausgelöst. Durch den Arkanisten-Feueralarm. Exakt. Seltsame Energiesignatur. Also Runen, was genau sind sie? Geheimschrift. Eine verlorene und vergessene Technik. Wenn ich mir vorstelle, dass der Schlüssel zu meiner Arbeit die ganze Zeit vor meiner Nase lag. Hast du's? Ja. Die Energie beginnt zu schwanken. Soll das heißen Beeilung? Ja. Mehr bekommen wir wohl nicht. Das sollte ausreichen. Ich habe eine Idee, wie wir in Zukunft noch mehr davon finden können. Glaubst du, sie werden hilfreich sein? Ja, wenn du wieder in Fort Tarsis bist, erkläre ich alles. Aber zuerst, danke. Diese Runen sind der Schlüssel, um das elysische Manuskript aufzuspüren. Da bin ich mir sicher. Hey, ich bin's. Owen? Wir müssen reden. Es ist wichtig. Wir treffen uns in der Bar. Okay, ich werde da sein. Owen? Huh. Freelancer? Freelancer. Ja, großartig. Du bist hier. Matthias, brauchst du was? Ob ich was brauche? Oh, nein, 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 nein. Ich habe was. Erinnerst du dich an die seltsame Energie, die die Runen ausgestoßen haben? Ich erinnere mich, dass du etwas erwähnt hast, während ich sie gesammelt habe. Ich konnte das Energiemuster isolieren und identifizieren. Ich habe es an deinen Krypter geschickt. Der mir jetzt helfen kann, diese unsichtbaren Runen zu finden? Die der Schlüssel zu einem weiteren unergründlichen Mysterium sind. Ich soll also noch mehr davon suchen? Ja, je mehr, desto besser. Wenn ich genug davon habe, finde ich ganz sicher heraus, wo das elysische Manuskript ist. Ganz sicher. Ich habe einige Anhaltspunkte. Sehr vielversprechend. Wir hören uns. Alles klar, Matthias. Hab gehört.
Wunderbar, du hast Zeit zu helfen. Ich habe diverse Dinge, die erledigt werden müssen. Am wichtigsten ist mir, mehr dieser Runen zu finden.